Anfängerfehler bei der Hühnerhaltung lassen sich häufig nicht so einfach korrigieren. Die drei wichtigsten Fehler, die nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand korrigiert werden können, zeige ich euch hier. Ja, gerade am Anfang gibt es viel zu lernen rund um die Hühnerhaltung. Stell dir vor, du hast deine Hühner, deinen Stall und dann nach ein paar Monaten fällt dir auf, Mist, hätte ich das nur anders gemacht. Tja, damit dir das nicht passiert, erzähle ich dir, was ich für die drei größten Fehler halte, die man als Hühneranfänger machen kann. Wenn du die vermeidest, sparst du dir Zeit, Nerven und Geld. Legen wir los. Fangen wir mit dem Huhn selbst an. Ja, der erste Punkt ist die richtige Hühnerrasse. Warum? Es gibt eine super große Auswahl an Hühnerrassen. Es gibt alte Rassen, es gibt welche, deren Eier besonders gefärbt sind. Es gibt Hühner mit tollen Gefiederfarben und Formen. Es gibt Hühner, die besonders gute Glucken sind. Und wenn du jetzt einfach zum nächstbesten Hühnerhändler in der Nähe gehst und dir dort Hühner aussuchst, ist die Gefahr echt groß, dass du nach einiger Zeit und Kontakt mit anderen Hühnerhaltern dann doch gerne eine andere Rasse hättest. Aber dann hast du die Hühner. Und es ist zum einen nicht so einfach, neue Hühner dazu zu vergesellschaften. Und vielleicht ist dein Gehege auch nicht für eine große Menge an Hühnern ausgelegt. Und dann müsstest du ja die anderen, die alten Hühner irgendwie wieder verkaufen. Und es ist einfach Zeit und Geld, das drauf geht. Wenn du dir anfangs anständig Gedanken machst, passiert dir das nicht. Überleg dir wirklich, was dir besonders wichtig ist bei Hühnern. Möchtest du welche mit guter Legeleistung? Welche, die vom Aussehen her ja, aufregend sind? Möchtest du Küken? Möchtest du alte, gefährdete Haustierrassen schützen? Oder möchtest du bunte Eier? Nach den Kriterien suchst du dir dann ein paar passende Rassen heraus und schaust erst dann, welche davon bei Züchtern und Händlern bei dir in der Gegend zu kaufen sind. Es gibt da auch immer Hühnermärkte oder Geflügelmärkte, Kleintiermärkte. Die empfehle ich dir mehr als diese großen Händler. Der zweite Punkt, der ganz schnell mal mit hohem Geld- und Zeitaufwand verbunden ist, ist der Hühnerstall. Ich habe 4 Anläufe gebraucht, um für mich den perfekten Hühnerstall zu finden. Also das Allerwichtigste ist, dass du dir keinen dieser Fertighühnerställe für um die 100 Euro im Internet kaufst. Die sind meist aus echt schlechtem Material, die sind nicht winterfest und nachbessern lassen sie sich auch nur sehr schlecht. Der Zeitaufwand bei der Hühnerpflege lässt sich durch einen gut durchdachten und automatisierten Stall sehr gering halten. Und dann hast du mehr Freizeit und Wohlfühlzeit mit deinen Hühnern. Also es ist total wichtig, dass so ein Stall gut zu putzen ist und dass er auch von der Größe her passt. Mach dir da also genau Gedanken vorher, was dir wichtig ist. Die Anzahl der geplanten Hühner, der Zeitaufwand. Wenn du dir hier direkt den richtigen besorgst, sparst du dir Geld. Oder wenn du ihn selber baust, sparst du dir einiges an Zeit. Und nun zu guter Letzt der vermutlich ärgerlichste Anfängerfehler. Ich wünsche dir wirklich nicht, dass du damit Ärger hast oder hattest. Stell dir vor, du hast einen schönen Stall, niedliche Hühner und dann kommt ein Fuchs zu Besuch und macht dem einen oder den anderen Huhn den Gar aus. Ultimativ wichtig ist, dass der Stall und das Gehege gut gegen Beutegreifer gesichert ist. Denn da draußen treiben Fuchsmarder und Habicht ihr Unwissen, auch Waschbären gibt's hier. Und damit deine Hühner sicher sind, musst du je nach Ort des Geheges unterschiedlich schweres Geschütz auffahren. Liegt dein Stall außerhalb der Ortschaft oder am Ortsrand? Dann sollte der Zaun rund ums Gehege 2 Meter hoch und nach oben hin mit einem Netz vor Raubvögeln gesichert sein. Und an den Seiten der Zaun, da empfiehlt es sich, den einzugraben, damit sich da auch kein Tier unten drunter durchgraben kann. Innerhalb von der Ortschaft reicht es dann vielleicht schon, wenn der Stall nachts gesichert ist. Der Stall muss komplett rundherum, also auch nach unten zu sein, damit es da auch keine Möglichkeit gibt, sich hineinzugraben. Und die Hühnerklappe muss von abends bis zur Morgendämmerung geschlossen sein. Dafür gibt es zum Beispiel elektronische Systeme mit Zeitschaltung oder Tageslichtsensor. Wenn du diese 3 Ratschläge beherzigst, solltest du keine großen Rückschläge bei der Hühnerhaltung haben. Abonnier meinen Kanal, damit du auch auf dem Laufenden bleibst. Ich veröffentliche jeden Sonntag neue Videos über Hühner, Schafe und das Landleben generell.
So lernst du immer mal was Neues und kannst von meiner Erfahrung profitieren. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Mach's gut. Bye.